Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon seht, ist es Portal. Und zwar wird es einfach darum gehen. Portal 1 wird einfach der, ja, die Vorgeschichte werden zu Portal 2, das ich auch noch Let's Playen werde. Aber natürlich erst nach Portal 1, ja klar. Und deswegen starten wir einfach gleich mal in ein neues Spiel. Ja, ich habe das Spiel schon mal durch, deswegen sind hier auch alle Kapitel frei. Aber ist ja egal. Wir werden dieses, ja, wir werden Portal jetzt durchspielen. Und mit einem neuen Spiel natürlich. Oh, endlich mal aufstehen hier. Kaputt. Geht doch. Ups, nein, Radio. Ah! Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Science. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Ja! Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Hab ich aber. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Irgendwie ein Schaden? Na egal. Ach, guck mal, das ist hier, das ist hier. Hallo. Hallo. Da. Da ist es doch. Hallo. Da. Sieht mir nicht wunderschön aus. Na, nein, geht's nicht. Da, 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 da. Nein! Naja, dann nehmen wir jetzt einfach mal den Cube hier, setzen nach dem Schalter und weiter. Gut gemacht. Ach, ja. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. So, was dürfen wir denn hier machen? Nichts. Hallöchen. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Ja, sonst noch Wünsche? Los! Geht doch. Lass mich! Ohne Worte! Hallöchen. Ja, und wie man wahrscheinlich auch schon sieht, das Spiel ist nicht blind. Ich habe es ja, wie gesagt, schon einmal durch. Perfekt. Okay, nicht nur einmal. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Och man, ich will aber am Knopf bleiben. Der Knopf ist so schön. Ich glaube, zum Prinzip von Portal muss man nicht viel sagen. Das erklärt sich, glaube ich, später noch von alleine. Sie machen das sehr gut. Da. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Was? Los, schieß mich ab. Meins. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus.
begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch Sie testen zu lassen. Ja, Tag der offenen Tür. Ich verstehe. Ich bin ganz ohr. Ja. Und falls ihr es jetzt schon vielleicht wissen wollt. Diese elegante Computerstimme. Willkommen in Testkammer 4. Ja. Sie sind gar nicht schlecht. Hahaha. Toller Witz. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Ja. Wie gesagt. Diese tolle Lady, die uns hier durch jedes. Durch jede Kammer schickt, nennt sich GLaDOS und ist eine künstliche Intelligenz. Würmer Cube, kommst jetzt mit. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Mit. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ich schon wieder. Was hast du jetzt? Los! Weiter! Lass mich weiter, lass mich weiter! Kann uns also was auf den Kopf fallen. Ja klappen können. Wollte aber nie. Radio! Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. War ja klar. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Na toll. Ich glaube, ich kann nicht irgendwie einen Schaden auch. Wichtiger Testapparat zerstört. Komm mit, Radio. Dort. Here we go. Sicherheit ist eins. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt Wohnort hier. Ja. Also ich bin also der Stolz von. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Oh, seid ihr aber nett. Hey. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Aha. Tschüss, Radio. Und ab geht's. Los, 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 los.
Ja. Und nicht wundern, dass ich nicht viel sage. Weil der Grund einfach ist. Beachten kann ich so viel sagen, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf ihrem Testbogen, gefolgt von ihrem Tod. Viel Glück. Toll. Irr. Ach ja, aber eine kleine Sache kann man wirklich jetzt hier dazu sagen, zu diesem, ja, ekligen Zeug. Da nämlich dieses grüne Zeug in der Version, die ich habe, oder nein, eher anders gesagt, normalerweise ist das gar nicht so, wie das jetzt hier aussieht, sondern das sollte eigentlich Blut sein. Das gibt es aber in dieser Version, die ich habe, nicht. Ja, weil sie es eben rausgemacht haben. Radio. Turn the radio on. Hui. Da 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 da. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Oh ja, sicher. Das Testerlebnis zu verstärken? Meinen Sie nicht eher, um einen umzubringen? Ladedot. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Okay. Versuchen Sie es erst gar nicht. Nicht unmöglich. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, da bist du ein schlechter Pessimist. Mein Radio. Errungenschaftsfortschrift. Es gibt nämlich eine Errungenschaft, wenn man bei allen 26 Radios in dem Spiel genau die Stelle findet, dass es so einen Störfaktor gab, oder so eine Störung im Radio. Und ja, wie gesagt. Hallo, wir wieder. Ja. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung des Impulses. Ja, Gladys. Wichtiger Testapparat zerstört. Man merkt schon, Gladys, da ist alles gesund. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Komm schon darauf. Oh, hallo, Ronny. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Ach, egal. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Toller Witz. Ach Gott. Ich sollte das mit dem Witzen lassen. Mit dem Witzchen. Sollte für dieses Let's Play hier noch der reinste Lachkrampf? Nein.